Der Ehrenpreis ging an den Gründer und geistigen Vater der Ballschule Heidelberg, Professor Dr. Klaus Roth vom Institut für Sport und Sportwissenschaften der Uni Heidelberg. Das dort entwickelte Konzept hat weltweit schon 7000 Kindern eine umfassende Ausbildung in Sachen Spiel und Ballgefühl vermittelt. Bei der Veranstaltung Schaufenster des Sports auf der Heidelberger Neckarwiese präsentierten die Übungsleiter der Ballschule Heidelberg Ausschnitte aus der breiten Palette ihres Ausbildungsprogramms. Die Ballschule verfolgt das Ziel, dem zunehmenden Bewegungsmangel von Kindern entgegenzuwirken.